Hi Ladies, Alice hat mich gefragt, ob ich für sie ein Outfit zusammenstellen kann, was sie beim Üben in der Tanzschule anziehen kann, ohne beim Tanzen quasi behindert zu werden. Und da habe ich ihr dieses wunderschöne Outfit hier zusammengestellt und bei ihr muss ich ein paar Kriterien beachten, was es genau war, das erzähle ich euch gleich, aber zuvor noch, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Tipps und Tricks und die ganzen Links dazu, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch immer alles, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt kommen wir zum Outfit von Alice. Denn ihr habe ich hier ein Outfit zusammengestellt mit einem Neckholder-Kleid, was sich beim Tanzen immer sehr gut macht. Aber in dem Fall empfehle ich euch, ein doch relativ schlichtes Kleid wie hier zu nehmen, ohne viel Bling-Bling und Tam-Tam dran, weil es einfach beim Tanzen zu viel ablenkt. Gerade in der Tanzschule, da muss sie sich auf ihre Schritte konzentrieren und der Mann auch. Deswegen denke ich hier, ein schlichtes Kleid ist dein bessere Anlage für sie. Und weil sie sehr groß ist, denke ich mal, wirkt das hier mit diesem tiefen V-Ausschnitt wunderschön. Und wie ihr seht, ist der ganze Bauchbereich quasi mit einem Verbund abgebunden. Das tut auch die kleinen Bäuchlein wegzaubern. Wer sagt so, oh, das gefällt nicht ganz. Perfekt geeignet, um einfach wirklich mal 2, 3, 4 Kilo wegzuzaubern. Und schwarz sowieso. Und da habe ich auch schon den Hinweis gemeint, wer groß oder klein ist, groß oder klein, also groß oder klein, egal, ihr könnt dieses Kleid tragen, weil es wirklich für groß und kleine Damen geeignet ist, durch den Schnitt, durch den Neckholder, weil ihr könnt es hinten binden, könnt es auch nochmal euch verstellen, wie ihr wollt, perfekt geeignet, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Und grundsätzlich, der Stoff ist wirklich, ja, wie soll ich mich ausdrücken, schön weich, fällt aber trotzdem beim Tanzen noch schön flatterig im Rockteil, denn die Designerin Laura Scott hat extra darauf, wie ich nachgelesen habe, geachtet, dass das Kleid halt nicht zu viel im pompösen daherkommt, sondern eher schön fällt, aber beim Tanzen trotzdem noch diesen Schwung hat. Und genau das hat Alice auch gesucht. Und das ist natürlich jetzt schon mal ein sehr, sehr schönes Kleid, um ja beim Tanzen gut aufzufallen, aber ein Outfit soll natürlich her. Und da habe ich Alice dieses Outfit zusammengestellt, beispielsweise jetzt hier noch mit diesen wunderschönen Ballerinas. Und hier der Hinweis, Alice ist sehr groß, sie ist 1,85, also fast doch 2-3 cm größer als ich, und da empfehle ich natürlich keine Pumps oder noch höhere Schuhe anzuziehen, sondern da habe ich ja hier einen flachen Ballerinaschuh rausgesucht, der einen zwischen Lack und Mattleder Look hat, also nicht zu glänzend, nicht komplett Velour, sondern so ein Zwischending, damit es zum Kleid wunderschön passt. Und warum auch ein ganz kleines bisschen glänzend noch dabei sein sollte, zeige ich euch gleich, weil die Accessoires im Endeffekt machen dieses Kleid perfekt, auch mit diesen Schuhen. Und Accessoires, was muss dabei sein? Eine Handtasche. Und beim Tanzen eignet sich immer am besten eine Klatsch wie hier. Und diese Klatsch ist ja keine normale Handtasche, sondern sie kommt wirklich im Vintage-Look her, weil es hat eine metallische, rostige Optik, damit man quasi nicht nur komplett schwarz gekleidet ist und man denkt, dass man auf einer Trauerfeier ist, sondern jetzt versuchen wir mit diesen Accessoires nochmal richtig Pep reinzubekommen, damit ihr, wenn ihr die Handtasche beispielsweise in der Hand habt beim Tanzen oder beim Unterhalten, wirklich vor dem Sport richtig gut zur Geltung kommt. Und Platz ist in der genug. Wer noch mehr braucht, der muss sich wirklich dann einfach wirklich noch eine größere Handtasche zulegen. Aber ich denke, für die nötigsten Accessoires dürfte wirklich diese Klatsch reichen. Und um jetzt noch eins draufzusetzen, weil in der rechten, also kommt darauf an, wie die Tasche jetzt haltet, links oder rechts hinter, aber wenn ihr jetzt beispielsweise in der rechten Hand schon diese Klatsch habt, braucht ihr, damit es quasi eine wogene Gleichklang gibt, sozusagen auf der anderen Seite auch was. Und da habe ich euch hier einen wunderschönen Armreif herausgesucht, in komplett silbern. Und er ist so gemacht, als wäre es eine Feder, die sich komplett um das Handgelenk, um den Arm herum rumlegt und wirklich ein richtig schönes Bild gibt. Und wenn ihr das komplett jetzt hier so anschaut, werdet ihr sehen, dass dieses Outfit A auf Alice perfekt zugeschnitten ist und beim Tanzen genau das Richtige ist, um einfach die Bewegung insgesamt zu unterstützen und damit auch Alice wunderschön damit aussieht. Und wenn ihr wie Alice
so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann empfehle ich euch, schreibt mir unten in die Kommentare, zu was für einer Veranstaltung ihr geht und so weiter und so fort, dass wir auch da schon mal versuchen, so viel möglich Informationen mir geben und natürlich, wie ihr aussieht, wie groß ihr seid, wie klein, welche Haarfarbe und Co., damit ich wirklich so individuell wie möglich auf euch, auf dich vielleicht, morgen schon so ein Outfit online stellen kann und euch damit natürlich glücklich mache. Und wenn ihr so ein Video, so ein Outfit nicht verpassen wollt, dann abonniert mich hier oben einfach auf meinen Kanal, auf das Logo einfach klicken und abonnieren und verpasst sozusagen in Zukunft keines dieser Outfits und dieser Videos mehr und natürlich die dazugehörigen Top-Deals. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Outfit und wünsche euch noch einen schönen Abend.